Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Masterplan-Box von Ringo 111. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Masterplan von Ringo 111. Das Ganze am 13. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Eine recht ungewöhnliche Box, rein von der Optik. Es sieht aus wie so eine Metalldose, wie so eine Metallbüchse. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Wir haben hier das Ganze in Folie und hier an der Schweißnaht bietet sich das immer gut an. Jawohl. So, dann kann man das jetzt wunderbar abziehen. Messer brauchen wir jetzt nicht mehr. So, auf der Folie ist dann hier noch ein Sticker mit Barcode und so sieht dann die Box aus. Also es ist eine Metallbox und das Ganze ist auch wirklich in der Optik überzeugend, denn wir haben hier oben entsprechend den Dosendeckel und hier würde man dann entsprechend aufklappen und das Ganze aufziehen, aber wir haben hier einen Schraubverschluss. Also das Ganze ist dann hier oben einfach aufzumachen, gar nicht Schraubverschluss, sondern einfach hier zum Aufmachen und das hier ist wirklich nur Optik und aufgedruckt. Hier auf der Seite lesen wir Ringo 111 Master Plan. Dann haben wir einmal das Logo von Ringo, einen Barcode und die Beteiligten. Das Ganze hier erschienen über Von Da und Tonpool, die haben den Vertrieb gemacht. Jawohl. Gut, von unten in Silber. Wir werden den Deckel mal abnehmen. So sieht das aus. Und dann haben wir hier jede Menge Füllmaterial, also solche grünen und grauen Papierschnipsel, die den ganzen Inhalt hier entsprechend schön polstern. Schauen wir mal, dass wir das alles hier rausbekommen. So, wir haben hier einmal ein kleines Döschen, dann haben wir Kabel. Das sieht mal aus wie so ein kleines Booklet. Dann haben wir hier das Album und jede Menge Sticker und Zettelchen. So, dann packen wir dieses ganze Material da wieder rein. Also, da hat man auf jeden Fall darauf geachtet, dass die Boxinhalte da nicht allzu viel Bewegungsspielraum haben, damit die bei der Lieferung, beim Transport nicht irgendwie Schaden nehmen. Das ist auf jeden Fall schon mal positiv. So, und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier jede Menge Sticker in allen verschiedenen Formen. Das ist eine Visitenkarte, wie es aussieht. Weitere Zettelchen und Sticker. Okay. Das ist dann wohl das Album. Das Booklet zum Album. Hier noch eine kleine Dose. Und ein Kabel. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das sieht so aus. Die Album-CD kommt hier in einem Case, in einer Hülle, das ich so auch noch nie zuvor gesehen habe. Also wir haben hier tatsächlich eine für mich absolute Premiere. Ich weiß nicht mal, wie man dieses Ding hier nennt, diese Verpackung. Also das Ganze kommt hier in Plastik. Wir haben hier das Cover des Albums kreisrund, darunter ein Verbraucherhinweis auf Englisch. Und in dem R und darunter dann römisch 3, also ist ja dieses Logo von Ringo 111, haben wir jede Menge Fotos und Details, die scheinbar so das Leben von Ringo 111 prägen. Unter anderem eben hier das kleine Handy oder ein Mikrofon, alles mögliche, Mercedes-Stern, was sich so in seinem Leben abspielt. Auf der Rückseite haben wir keine Tracklist, sondern wir haben das Ganze hier unterschrieben. Also wenn ich es richtig lese, dann liest man hier Ringo 111, also Ringo 111. Nicht schlecht. Die Box war ja meines Wissens auf 500 Stück limitiert und ich gehe mal stark davon aus, dass jede davon unterschrieben wurde. Also die Box beinhaltet eben das Album hier in diesem Spezialcase und das Ganze ist auch noch signiert. Sehr schön. Und wir haben hier sogar zwei CDs drin. Wir haben hier einmal die Masterplan CD, also das Album, kommt hier in Schwarz-Weiß und Silber. So sieht das aus. Und das
Anderes Stück ist die Instrumental-CD. Die ist hier in Weiß, Schwarz und Silber. Sieht auch sehr gut aus. Jawohl. Was die Unterbringung in diesem Case betrifft, bin ich etwas zwiegespalten, denn auf der einen Seite habe ich mich schon gewundert, nachdem das Ganze ja rund ist, wie da hier ein reguläres Schulcase reinpassen soll. Rein so von der Form wird das nicht ganz so passen. Ja, ich meine, macht natürlich was her, ist von der Optik her was Besonderes, aber ist irgendwie etwas mühsam ins Regal zu stellen, beziehungsweise ist das dann irgendwie unpraktisch mit den ganzen anderen Jewel-Cases, Digipacks und so weiter. Deswegen, ja, also einerseits innovativ und echt auch geil, dass das unterschrieben ist. Auf der anderen Seite nervt mich etwas die Form. Aber wie gesagt, bei dieser runden Box war wohl ein reguläres Cover nicht machbar. Okay. Dann haben wir zum Album zugehörig hier ein Booklet scheinbar. Also, was lesen wir hier? Wer mit deinen Feinden abhängt, weil es nicht sein Streit ist, hat das Wort Loyalität nicht verstanden. Ein Zitat von The Notorious B.I.G. Dann lesen wir hier Ringo 111. Jawohl, also, hier bekommen wir dann die ganzen Credits zu den einzelnen Tracks. Also, wer hat hier gerappt, wer hat hier produziert, gemixt und so weiter. All das kann man hier nachlesen. Wunderbar. Die Laufzeit ist ja auch angeführt. Sehr schön. Es würde mich nur noch interessieren. Ah ja, genau, danach habe ich gesucht. Kommt dann zum Abschluss die Tracklist nochmal in der Übersicht. So, dann hier noch die Credits zum Album. Dann gibt es hier noch eine Erinnerung an Faruk. Ich glaube, der ist ja damals bei diesem Autounfall, beim schweren Autounfall gestorben, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und dann haben wir hier eben die gesamte Tracklist. 16 Stück. Und wir haben hier unter anderem Features mit drauf von Maxwell, Taimo und auch Saphir. Und natürlich noch einige weitere. So. Sticker sind dabei. Diverse. Also wir haben hier 4, 5, 6, 7 Sticker. Also, einmal den hier, der ist kreisförmig hier zum Rauslösen, The Flying Dutchman auf Instagram und online. Den gibt es wie gesagt zweimal, so in Gelb oder Goldgelb und Schwarz. Dann haben wir zweimal quadratisch den Logo-Sticker, also Ringo 111 Tag mehr oder weniger. So, das ist jetzt der Logo-Sticker, genau. Quadratisch das Logo von Ringo 111. Und dann hier nochmal zweimal Ringo 111 Tag in Schwarz und Weiß quadratisch. Sehr schön. Dann haben wir eine Visitenkarte, die sieht so aus. Hier haben wir wieder das Logo. Und auf der Rückseite befindet sich eine Telefonnummer, die ich euch jetzt an dieser Stelle nicht zeigen werde. Darüber haben wir wieder den Ringo 111 Tag. Einen Flyer, texanischer Tee, Gutscheincode auf Flying Dutchman Shop. Rückseite wieder der Schriftzug. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier so ein kleines Döschen. Ich habe ja schon vorab mal einige Teile, einige Boxinhalte euch präsentieren dürfen. Deswegen weiß ich jetzt, was hier drin ist. Also wir haben hier wieder den Deckel gebrandet mit dem Logo und darunter Masterplan. Das Ganze hier aus schwarzem Kunststoff. Und hier kommt dann noch eine weitere Dose zum Vorschein. Eine etwas kleinere, aber vom Design her ähnlich wie die große. Und die ist jetzt tatsächlich mit so einem Verschluss. Also die ist wirklich zu öffnen, wie eine reguläre Dose, in der man Fisch oder so vorfindet. Wir schauen mal, ob es funktioniert. Ja, hat sich gut angehört. Sauber. Jawohl. So, und dann kommt hier zum Vorschein ein Telefon. Die Leute, die das Preview von mir schon gesehen haben, die wissen das natürlich. Aber was hier neu ist, dass dieses Mini-Pusher-Handy, so nennt sich das, hier in einer anderen Farbe jetzt daherkommt. Also das, was ich euch vorab präsentiert habe, das war ja in diesem Fall in Rot. Und wir haben dieses jetzt in Dunkelblau. Ich habe bis zu dem Video, das ich damals gemacht habe, echt nicht gewusst, dass es überhaupt so kleine Telefone gibt, so kleine Handys. Es ist von der Optik her angelehnt an den Klassiker, an das Nokia 3310. Und hier haben wir noch eine Info, dass wir hier diesen gelben Film von der Batterie lösen,
sollen, bevor wir das Ganze in Betrieb nehmen. Also das hindert quasi den Akku daran zu starten. Da hinten haben wir dann wieder das Ringo 111 Logo. Jetzt schauen wir mal, bin mir gerade nicht mehr sicher, wie das aufging. Ich glaube, wir müssen hier an der Seite, Moment. Oder war es zum Schieben? Nein. Gar nicht so einfach. Ja, genau. Es war einfach ganz klassisch hier zum Aufklappen. Also nicht schieben oder so, sondern wirklich einfach hier. Hier haben wir so einen kleinen Spalt. Einfach hier reinfahren und dann entsprechend anheben. Die Rückseite. Dann finden wir hier den Deckel. Also wenn wir den Deckel weggenommen haben, dann finden wir hier die Batterie vor. Lithium-Ionen-Batterie. Und wie gesagt, wir haben dann hier entsprechend diesen gelben Schutzfilm darüber. Und der ist dann eben zu entfernen. Hier haben wir dann Platz für zwei SIM-Karten. Und dann kann man das Ganze in Betrieb nehmen. Falls euch das interessiert, was dieses Handy genau kann und was so die technischen Details sind, das habe ich euch im anderen Video zu dieser Box, zu diesem Handy schon erläutert. Deswegen erspare ich euch das jetzt an der Stelle. Und wir bekommen natürlich auch noch das Kabel dazu. Also mit diesem Kabel haben wir hier vorne einen USB-Anschluss. Und dann kann man das Ganze hier oben entsprechend einstöpseln. Und damit kann man das Handy dann laden. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Telefon, dieses Mini-Pusher-Handy plus Kabel und Gebrauchsanleitung. Das Ganze kommt in diesem kleinen Metalldöschen hier. Dann haben wir Sticker an der Zahl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sticker, verschiedene Formate und verschiedene Designs. Dann die Visitenkarte. Die kommt rechteckig. Dann haben wir dieses Booklet hier mit der Tracklist. So sieht das aus. Und natürlich das Album inklusive Instrumentals in diesem Spezialcase. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Masterplan von Ringo 111. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ringo 111 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.